Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is the janaza of our beloved sister Nora Illi. The live stream will begin in a few minutes. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heute ist die Janaza von unserer geliebten Schwester Nora Illi. Der Livestream beginnt in wenigen Minuten. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is the Janaza of our beloved sister Nora Illi. The Livestream will start in a few minutes.
Geboren 1984 in Uster, konvertierte Nora Ili im Frühjahr 2003 im Alter von 18 Jahren zum Islam. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur Polygrafin mit Berufsmatur bei der damaligen Zürichsee Zeitung. Im Juli heiratete sie Qasim Ili in Jordanien, lebte und studierte danach zwischenzeitlich in Ägypten. Sie war maßgeblich an der Gründung des Islamischen Zentralrats Schweiz beteiligt, welche sich als Reaktion auf die Anti-Minarett-Debatte im Herbst 2009 konstituierte. Als Leiterin des Departements für Frauenangelegenheiten setzte sie sich zunehmend für die Angelegenheiten muslimischer Frauen in der Öffentlichkeit ein und prägte den Diskurs im deutschsprachigen Raum wie keine andere. Vor allem wenn es um das drohende Niqab-Verbot oder Einschränkungen beim Hijab, etwa in der Schule, ging, vertrat sie kompetent und sachlich die islamisch-normativen Standpunkte und forderte mit klaren Worten eine Strategie gegen die sich ausbreitende Islamophobie. So ist die Liste ihrer Auftritte lang und umfasst allerlei prominente Sendungen und Talkshows, wie die SRF-Arena, Anne Will, Menschen bei Maisberger, Puls 4, DW Shabab Talk oder Servus TV. Auch im fernen Ausland war Nora wiederholt ein gern gesehener Gast. Nora sprach aber nicht nur, sondern tat auch, was sie sagte. So wurde sie nicht müde, öffentlich für die Sache des Islams zu werben, engagierte sich in der Dauer und reiste dorthin, wo etwa Niqab-Verbote die muslimischen Schwestern in ihrer Bewegungs- und Religionsfreiheit einzuschränken drohten. Sie warb an vorderster Front gegen ein Verschleierungsverbot im Tessin und war konsequenterweise die Erste, die nach Einführung des Gesetzes eine Buße einhandelte, nicht ohne vor Ort ihren Standpunkt medienwirksam zu vertreten. Auch unabhängig davon war ihr die internationale Vernetzung von muslimischen Frauen ein Anliegen, das sie sowohl privat als auch im Zuge ihrer Arbeit für den Islamischen Zentralrat Schweiz verfolgte. Mit ihrem Ehemann Qasim Ili hat Nora 6 Kinder. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Geschwister. Ich möchte von Anfang an mich entschuldigen, dass ich vieles ablesen werden muss. Denn das alles geht uns alle sehr nah. Unsere ehrenwerte Schwester, Gründungs- und Vorstandsmitglied Nora Ili, ist am Montagabend im Alter von 35 Jahren und im Kreise ihrer Familie zu Allah zurückgekehrt. Wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Nora hinterlässt ihren Ehemann und ihre 6 Kinder. Möge Allah sich ihrer annehmen, möge er sie in seine Barmherzigkeit aufnehmen und ihr die höchste Stufe des Paradieses gewähren. Dear brothers and sisters, we will give our best to translate some parts of the live stream in English. We are totally aware that this live stream is watched worldwide. Please apologize if we can't translate the whole live stream. Aufgrund der Corona-Pandemie ist es nur einer kleinen Anzahl von Menschen erlaubt, dieses Janaza vor Ort zu begleiten. Obwohl wir wissen, dass so viele von unseren Geschwistern gerne hier und heute mit uns sein wollen würden. Darum haben wir uns in Übereinstimmung mit Noras Willen dazu entschieden, euch zumindest über diesen Livestream teilhaben zu lassen. Due to the Corona pandemic, it is not allowed to have a lot of people to attend the Janaza of Nora Ili. Although we know that many of our brothers and sisters would like to be here with us today. Therefore, in accordance with Nora's will, we decided to at least share this moment with you through this live stream.
Im Namen Ihrer Familie, Angehörigen und Freunde möchte ich euch mitteilen, dass eure unglaubliche Anteilnahme uns sehr berührt hat. All die Bittgebete, Gedichte, persönliche Schilderungen und vieles mehr zeigen, wie viel Einfluss Nora Illi auf uns alle hatte. Alhamdulillah. Einer der letzten Willen Noras war es, dass wir für sie Bittgebete sprechen. So bitten wir euch, unsere Schwester in eure Duas einzuschließen und für sie um Vergebung zu bitten. Jazakallahu khair. Diese Sendung ist keine klassische Trauerfeier. Es ist ein Tribut an Nora Illi. Wir wollen sie als Person und ihr Engagement für den Islam, den Kampf, den sie gegen die Islamophobie geführt hat, und ihre Fürsorge für die Muslime und ihre Familie in Ehren halten. Diese Live-Übertragung dient nicht dazu, das live übertragene Janaza-Gebet mit der Gemeinschaft, die vor Ort ist, zu beten. Das ist islamisch, trotz der Corona-Krise, nicht möglich. Wir wollen Noras Leben und ihr Aktivistendasein für den Islam aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dafür haben wir internationale Gäste wie Yvonne Ridley, Ahmed Tamim, Emir al-Sherin zuschalten und mit ihnen über folgende Themenbereiche sprechen. Sie als Aktivistin, Nora als Ehefrau, Mutter, aber auch Nora, die diese Krankheit, den Brustkrebs, nie öffentlich gemacht hat. Wir haben internationale Reaktionen auf den Tod von Nora Illi bekommen. Einige davon haben wir zusammengesammelt. Diese wird Schwester Maimuna euch jetzt vorstellen. Wir werden diese Videos zu einem späteren Zeitpunkt einfügen. Hier, jetzt, seht ihr den Sarg von der Schwester Nora Illi. Sie wurde heute Morgen gewaschen, ins Tuch gewickelt und hier seht ihr den Sarg. Der ist jetzt auf dem Weg zum Friedhof in Bremgarten und wir werden euch dann live die Janaza zeigen. Liebe Schwestern, ihr kanntet Nora auch persönlich. Wie habt ihr sie erlebt? Nora war eine sehr aufopfernde Mutter und Ehefrau. Sie hat sich immer für andere Leute eingesetzt, vor allem für die Muslime. So wie ich Nora kannte, stellte sie sich nie in den Vordergrund, sondern das Wohl der Oma und ihrer Familie lag ihr immer sehr am Herzen. Was auch ihr hoch anzurechnen ist, dass obwohl sie sehr aktiv war und sehr viele Leute sie kannten, wusste nur eine Handvoll Menschen neben ihrer Familie, dass sie wirklich krank war und so lange gegen diesen Krebs gekämpft hat. Ich denke, das sagt einiges über ihre Persönlichkeit aus. Vielen Dank für diese Worte. Ich habe gerade die Information bekommen, dass wir die Videos jetzt abspielen können. Es werden nun einige Videos abgespielt von Sheikh Al-Awadi, Muslim Bilal und Abu Rahma. In London, the United Kingdom,
I just wanted to send a short message for our sister in Islam, Sister Nora, over in Switzerland. May Allah accept all your deeds, have mercy on you. Only memories I have are good memories, always working hard and striving for that one thing that we're all living for, which is paradise, and may Allah grant you it, inshallah. I still remember, have the emails that you sent me. Brother, we've got an event in Switzerland. Do you want to come, please? Brother, we've got an event in Istanbul. Can you come down? Brother, I can see you're in Malaysia. Can you get us tickets to attend? And I got tickets for her and her family to attend. So all good memories, good manners and character, and always trying to work hard and striving to push this deen forward. May Allah accept it. From him we come, to him we return. This one's for Sister Nora. Salaamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir haben alle von dem Tod von der Schwester Nora mitbekommen. Von Allah kommen wir und zu ihm kehren wir auch zurück. Sie hatte als erste praktizierende Frau, als bedeckte Frau, für die Rechte der Muslime und explizit für die Rechte von uns Frauen gekämpft. Inshallah ist sie ein Beispiel für uns alle, damit jeder Muslim aufsteht und für sein Recht kämpft. Möge Allah jede Tat anrechnen und schwer auf ihrer Waagschale lasten. Möge Allah mit dir zufrieden sein und dir die höchste Stufe im Paradies geben. Allahumma amin. Mir hat die Schwester Nora gezeigt, was Allah subhanahu wa ta'ala meint, wenn er sagt, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ الصَّالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Und wer ist besser in der Rede als derjenige, der zu Allah aufruft, rechtschaffene Taten vollzieht und sagt, wahrlich, ich bin einer von den Muslimen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unserer Schwester einen Platz in Jannatul Firdaus mit Aisha, Khadija, Fatima und allen anderen Heldinnen und Helden des Islam gewähren. أظن كل من سمع إلى نورة السويسرية المسلمة الواثقة من دينها راح يطلع بمجموعة قناعات وسمات. واحد، أن الفتاة على ثقة من دينها فدخلت عن قناعة يقينية. اثنين، كانت مرتبة في عرض أفكارها، ونحن نحتاج في الدعوة إلى الإسلام من يمثلنا أو يمثل الدين يكون رسولا خير رسول، يصلح يدعو، مو كل واحد يصلح يدعو بالطريقة التي يحاور فيها الغرب في ظل مشكلات معقدة في تصادم حضارات وتداخلها. ثلاثة، أنها عملية في الواقع العملي، أي أنها طرحت مشاريع ولم تكتفي فقط بالدعوة الوعظية، من السلوك مع غير المسلمين أن احنا نتعامل بمحبة، توزيع كعك إلى آخر ما ذكرته، إلين الأنشطة الاجتماعية بما في ذلك المؤسسات. هم جماعة الغرب يتحرك بمؤسسات. حتى عندما تكلمت عن المسلمين الذين دخلوا في الإسلام من بنات سويسرا وطردوا من البيوت، قامت وعملت لهم في المركز الإسلامي السويسري مؤسسة. إلا أن ما يلفت النظر ألا وهو قضية التوازن الاجتماعي في نفسها مع رفض المجتمع لعقيدتها، بمعنى أنها لم تتخذ من الواقع مصدراً في قضية الثقة، إنما جعلت محورها المبدأ. إحنا مشكلة المسلم اليوم أنه ماذا؟ الواقع يؤثر عليه وليس المبدأ، فيخضع المبدأ للواقع والعكس هو الصحيح. اليوم هذه مسلمة سويسرية أوروبية من دولة علمانية ليبرالية لا دينية ملحدة، إلا أنها تدعو إلى الإسلام، بينما تجد من بنات المسلمين وأبناء المسلمين ممن ولدوا وفي فمهم وفي آذانهم كلمات الإسلام، إلا أنهم ليس فقط باردون تجاه الإسلام، ربما يتخذون مواقف سلبية. هذه الفتاة التي عرضت هذا الإسلام بهذه القوة وقالت يجب أن ننزل إلى الساحة ورفعت راية مهمة، راية الدعوة هذه مهمة. أنا أدعو لكل من يعني يسمعنا أن ينتبه إلى الراية، ألا وهي راية الحوار. ولكن أي حوار؟ الحوار أنا آسف ترى أنا استفدت من حوارها، التقطت أشياء كثيرة، ترتبت أفكار كثيرة في قضية النظر للغرب، وخير من يدعو في الغرب هم أبناء الغرب. نموذج رائع، قدوة جميلة، نسأل الله أن يثبتها.
Der Tod unserer Schwester Noura Eli hat uns alle hier tief im Herzen getroffen. Wir kennen den IZS als einen Zentralrat, der dort ist, wo die Muslime ihn brauchen. Da also Gründungsmitglied zu sein, zeigt einen besonderen Stellenwert in der Umma aus unserer Sicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Schwester in die höchsten Stufen des Jannah ohne Befragung einziehen lassen. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Für diejenigen unter euch, die der arabischen Sprache nicht mächtig sind, möchte ich eine ungefähre Übersetzung des Inhaltes vom Sheikh Awadi mit euch mitteilen. Er sagte, jeder, der Noura zugehört und verstanden hat, ist von ihr mit einer überzeugenden Botschaft gegangen. Erstens, sie war überzeugt vom Islam. Sie war sehr strukturiert in der Darstellung ihrer Ideen und wir brauchen in der Dawa solche Beispiele, die den Islam als Botschafter und mit Intelligenz vertreten. Sie war nahe an der Realität und hat Nutzen für die Sache gebracht. Sie hat sich nicht geschämt und hat das islamische Ideal als Vorlage genommen und sich nicht von der Realität in ihrer Ansichten bezwingen lassen. Er sagt, was für ein Beispiel. Allah möge sie festigen. Und nun möchte ich gerne ein Gedicht von Noura vortragen. Du starrst mich an und nennst mich unterdrückt, nur wegen einem Kleidungsstück. Du fragst nicht, was ich dazu sage, beurteilst alleine, was ich mit Stolz trage. Meinen Körper trage ich nicht zu Stau für deine Triebhaftigkeit. Betrachte meinen Verstand nicht meine Weiblichkeit. Ich bin ein Individuum und kein Sklave der Ehre. Einzig Allahs Gefallen ist, dass ich begehre. Niemand soll bestimmen, was ich trage. Es ist Allahs Gebot, das ich befolge. Ich kann meine Stimme erheben, sein Wort in meinem Herzen. Unterdrückt bin ich bestimmt nicht. Freiheit ist es, auf die ich nicht verzichte. Ich kann Berge besteigen und Ozeane überqueren. Mein Geist ist frei von Vorurteilen. Freiheit ist es, die der Islam gibt und die zu verteidigen dir obliegt. Wir werden jetzt noch zu unserem Bruder Amir al-Shami übertragen. Aber bevor wir zu Amir al-Shami zuschalten, möchte ich doch auch nochmal betonen, wie Noura dieses Aktivistenleben gelebt hat. Ja, was sagt es für dich aus, dass das Ableben von Noura die Geschwister weltweit so tief berührt hat? Ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil ich denke, es ist eine Barmherzigkeit Allahs. Weil aufgrund der Corona-Krise können nicht so viele Geschwister, die normalerweise vor Ort gewesen wären, teilhaben. Und ich denke wirklich, es ist ein schönes und großes Zeichen von Allah, dass wirklich Menschen weltweit mittrauen und für sie Bittgebete sprechen. Für mich ist es auch ein Zeichen, dass Noura nicht einfach leere Worte gesprochen hat. Sie war international tätig und versuchte immer auf die Situation hier in Europa aufmerksam zu machen, dass wir wirklich ein großes Problem mit der Islamophobie haben und wir, die Schwestern hier, die stark von der Islamophobie betroffen sind, unterstützen müssen. Und dafür ist sie durch die ganze Welt gereist. Und nicht nur durch die ganze Welt, auch hier in Europa war sie tätig. Sie war in den diversen Talksendungen. Sie war aktiv auf der Straße. Sie war in Tessin die allererste, die eine Buße bekam, weil sie den Niqab getragen hat. Ihr müsst euch das mal vorstellen, dass sie als Schweizerin, die hier geboren und aufgewachsen ist, nicht mehr in ein Landesteil gehen konnte, nur weil sie einen Niqab trug. Liebe Janet, wie hast du Noura wahrgenommen? Ja, also ich habe Noura vor circa 30 Jahren kennengelernt und wir haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden. Also sie gab mir dieses Gefühl von Vertrautheit und es kam mir vor, als würde ich sie schon ewig kennen. Also ich habe auch von den Gesprächen aus gemerkt, wie sehr sie sich für den Islam einsetzt
und wollte das auch mit anderen Schwestern teilen, damit jeder ihr Teil dazu beiträgt. Und das ist sehr bewundernswert. Was denkst du, wie wir Schwestern jetzt mit diesem Verlust umgehen müssen? Also ich finde, dass jede Schwester sich Zeit nehmen muss und viel Dua für Nora macht in solch einer Situation, dass man versucht, ein Beispiel an ihr zu nehmen, wie sie gelebt hat und das so gut wie möglich versucht umzusetzen. Ich sehe gerade, wir sind verbunden mit dem Bruder Emir El-Shami aus Österreich. Er erlebte sie damals, wie sie aktiv in Wien gegen dieses Niqab-Verbot ankämpfte. Werter Bruder Emir, hörst du mich? Ich komme aus Wien, ich höre dich sehr gut, liebe Schwester. Jazakallahu khair. Ich möchte dir danken, dass du heute an diesem Livestream teilnimmst. Wie schon erwähnt, hast du Nora erlebt in Niqab, als sie sich verhaften ließ, weil man ihr verbot, den Niqab zu tragen. Welche Erfahrungen hast du mit ihr gemacht? Ja, im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Ich kannte Nora, wie du schon erwähnt hast, längere Zeit auch persönlich. Und ich habe sie in verschiedenen Rollen kennengelernt. Als Aktivistin, als Frau, die sich für die islamische normative Option stark gemacht hat. Als liebende Mutter mit ihren Kindern habe ich sie kennengelernt. Und ich habe sie auch als höfliche Duat, also Daya, kennengelernt. Eine Person, die mit den Menschen über den Islam in einer sehr barmherzigen Methodik gesprochen hat. Und ich habe sehr gute Erinnerungen an ihre höfliche Art, auch wie du das erwähnt hast, wie sie Konflikte aus dem Weg gegangen ist, Personen mit eingebunden hat und zu allen Menschen immer sehr höflich und nett war. Und was denkst du, was können wir von Nora und ihrem Aktivistenleben lernen? Also grundsätzlich ist ihre Methodik eine sehr erfolgreiche. Sie ist sehr höflich in der Dauer, sehr respektvoll, aber gleichzeitig sehr konsequent. Sie steht und sie stand immer für ihre Werte bedingungslos, aber höflich und nett und deutlich. Und das ist für mich persönlich eines der schönsten Zeichen. Und da können wir auf jeden Fall ein Vorbild uns daran nehmen. Werte Bruder Emil, ich danke dir sehr, dass du heute die Zeit genommen hast und live zu uns geschaltet warst. Jazakallahu khair. Viel Kraft. Assalamu alaikum. Es ist nicht immer leicht, in der Öffentlichkeit zu stehen, so viel Gegenwind zu bekommen. Dafür braucht man ein dickes Fell. Und ich erinnere mich sehr gut daran, als Nora und ich damals in Berlin nach der Sendung bei Anne Will zurück ins Hotel kamen und wir uns die Tausenden von Hasskommentaren und Morddrohungen durchgelesen haben. Aber das, was Nora wirklich ausmachte, ist, dass sie unermüdlich und unerschütterlich auf diesem Weg blieb, egal wie viel Gegenwind sie bekam. Wir zeigen euch jetzt einen Ausschnitt von Nora Illi bei der Sendung Anne Will. Und dort seht ihr, mit welcher Kraft und mit welcher Mühe sie ihre Botschaft immer und immer wieder vertreten hat. Ich bin ganz klar nicht unterdrückt. Wie gesagt, also mir wird das Wort im Munde umgedreht. Es geht nicht darum, es ist im Islam so und im Islam haben wir die Vielfalt. Man kann selbst bestimmen, ob man Kopftuch trägt, das Gesicht verschleiert oder wie man leben möchte. Ich persönlich habe mich für diese normative Option des Niqabs entschieden und für mich bedeutet das erstens Selbstbestimmung und zweitens auch Freiheit. Und gerade mit Verboten, wie zum Beispiel einem Gesichtsschleierverbot, mit einem Verbot vom Beten in öffentlichen Räumen, damit schließt man die Muslime aus der Gesellschaft aus. Nein, das können Sie nicht verstecken.
es stecken keine politischen Argumente dahinter, sondern rein theologische. Und Sie würden ja, wahrscheinlich auch das Kopftuch als politisches Argument ansehen. Bitte? Sondern es ist ganz klar, es ist im Islam verankert, es ist nach allen vier Rechtsschulen, sind Sie sich einig, dass der Niqab eine normative Option ist. Und es ist ganz klar, dass auch das Gebet, jeder Muslim betet fünfmal am Tag, wenn er seine Religion praktiziert. Ja. Wenn ihm das in öffentlichen Gebäuden am Arbeitsplatz untersagt wird, schränkt man ihn in seiner Religion ein. Wir reden hier nicht darüber, wir reden hier über Burka und Niqab. Wir sprechen hier über Radikalisierung. Und Sie haben die theologischen und ich Gründe erkläre nicht genannt. Ihnen, wo das die Radikalisierung beginnt. Dann sagen Sie und sie beginnt hier, wo wir Muslime Gründe nicht sind. In der Tat wirtschaftlich und gesellschaftlich so. Wirklich an der Willi. Gesellschaft teilnehmen Sie können. Wenn wir keinen Platz in der zeigen. Gesellschaft bekommen, ohne dass wir unsere Werte, unsere Religion aufgeben müssen, wollen können Sie hier wir missionieren? Nicht gegen jetzt Radikalisierung wollen Sie nicht den Ermansur übernehmen. Die Muslime konnten Sie haben einen Teil von unserer Moschee gesehen. Sie waren bei uns und Sie haben das, was wir... Ihre Aussage von vorhin, mich als Nicht-Muslime zu deklarieren, ist auch abwertend. Habe ich nicht. Ich habe gesagt, Sie sind Teil der radikaler Islam. Nein, Sie haben gesagt, das dass meiner Ansicht nein, drei Muslime, nicht vier. Und mit dieser Haltung sind Sie nicht anders als IS und andere Gruppierungen, die ich natürlich Sie selbstverständlich tun das mit ablehnen, mir. Darum geht die es nicht. Ganz nein. Klar nein. auch ich genau habe es anders gleich, verstanden. Herr Mansur, genau gleich Frau Ines, ich habe gesagt, ich Sie... So wie ihr sie jetzt gesehen habt, war unsere Schwester Nora Illi. Sie hat sich immer in voller Stärke und Überzeugung für den Islam eingesetzt und es war ihr nie ein Weg zu lang oder eine Anstrengung zu viel. Es war Noras Wille und großer Wunsch, dass wir für sie Dua und Istighfar machen. Weil aufgrund der Corona-Krise nur eine beschränkte Anzahl Personen vor Ort sein können, bitten wir euch, diese Minute für ein Bittgebet zu nutzen. Nora erhielt im gleichen Alter, wie ich jetzt bin, nämlich mit 27 Jahren, die Diagnose Brustkrebs. Mit einem unglaublichen Willen und Kraft kämpfte sie über 8 Jahre gegen diesen aggressiven Krebs. Sie hatte unvorstellbare Schmerzen. Aber nicht ein einziges Mal habe ich sie gehört klagen. Könnt ihr euch vorstellen, dass sie nach 2 Tagen nach einer Chemotherapie in einer Live-Sendung war und sich diesen islamophoben Menschen stellte? Habt ihr das mitbekommen? Nein. Denn sie wollte sich nie auf ihre Krebsdiagnose reduzieren lassen. Sie hat ihre Krankheit nie als Entschuldigung gebraucht, nicht aktiv zu sein. Nora, meine Kämpferin, ich bin tief überzeugt davon, dass Allah dich mit all diesen Schmerzen, die du hattest, gereinigt, von Sünden wieder zu sich genommen hat. Allah möge sich dir erbarmen, dich vor der Strafe im Grab schützen und uns alle gemeinsam dann wieder im Paradies vereinen. Ich vermisse dich. In wenigen Minuten werden wir auf den Friedhof schalten. Dort besammeln sich schon die Familie, Angehörige und Freunde. Ungefähr um 14 Uhr schalten wir dann live zum Friedhof. Nun haben wir einen weiteren Gast bei uns zugeschaltet, der Bruder Ahmed Tamim von Generation Islam. Assalamu alaikum, hörst du mich?
Ich möchte mich zuerst bei dir bedanken, dass du heute an dieser Sendung teilnimmst. Nora Illi verstarb. Ich höre gerade von der Redaktion, dass man dich nicht hören kann. Hört man mich gar nicht? Hören kann, nein, wir können dich hören, aber wir sehen dich nicht. Okay, einen Moment. Seht ihr mich jetzt? Nein, leider sehe ich dich nicht, aber ich würde mal die Fragen stellen. Vielleicht können wir ja das technische Problem währenddessen lösen. Nora verstarb im Alter von 35 Jahren. Das ist ein Alter, der wir glauben, wir haben noch die ganze Welt vor uns. Wir können noch aktiv sein und all das verwirklichen, was wir uns vorgenommen haben. Welche Ermahnung können wir aus dieser Situation ziehen, dass wir doch so früh sterben und all das, was wir uns vorgenommen haben, gar nicht mehr machen können? Salam alaikum. Hört ihr mich? Alaikum salam. Ja, wir hören dich. Hörst du mich auch? Ja, ich höre dich. Ich habe auch deine Frage gehört. Allah Ta'ala sagt im Koran, dass dieses Leben ein trügerischer Genuss ist. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Und wir können aus dem Tod von der Schwester Nura, rahmatullahi alaiha, natürlich die Ibra, die Lehre ziehen, dass in jedem Augenblick, dass das Leben zu Ende sein kann und dass der Mensch und die Muslime vor allem sich das stets vergegenwärtigen müssen und sich selbst auch in die Situation von der Schwester, rahmatullahi alaiha, setzen müssen. Sie war nicht sehr alt, sie war sehr aktiv, sie war Mutter von 6 Kindern und Ehefrau. Und wie Allah Ta'ala es bestimmt hat, ereilt einen der Tod, auch wenn man nicht damit rechnet. Wie Allah Ta'ala das im Koran sagt, أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا. Wo immer ihr auch seid, so wird der Tod euch ereilen, auch wenn ihr euch in Türmen oder Burgen verschanzt. Und viele Leute denken ja jetzt gerade auch an den Tod, gerade durch das Coronavirus und diese Pandemie. So gibt es aber unterschiedliche Art und Weisen, wie Allah das Leben eines Menschen nimmt. فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Jazakallahu khair für diese mahnende Worte. Ganz generell, wie sollten Muslime mit solchen Schicksalsschlägen umgehen? Ich möchte dir nur sagen, dass wir dich weiterhin nicht sehen können. Ja, barakallahu fiki für die Frage. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Daran sagt Allah Ta'ala, dass er die Menschen prüfen wird mit etwas von Hunger, von der Wegnahme an Hab und Gut und des Lebens. Und so ist das natürlich eine Prüfung auch für die Hinterbliebenen. Und dann sagt Allah Ta'ala, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. So verkündet die Frohbotschaft den Standhaftigen, den Geduldigen. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Die, wenn sie eine Prüfung trifft und ohne Zweifel ist der Tod der Schwester Nura Illi, nicht nur für die Familie, nicht nur für ihren Bruder Qasim Illi, und für ihre Kinder und für die Mitglieder des IZS eine Prüfung, sondern für die gesamte islamische Community im Westen, weil sie doch sehr eifrig und selbstbewusst und entschlossen für die Interessen der Muslime einstand. Und hier möchte ich auch betonen, dass sie für die Interessen aller Muslime einstand, auch wenn sie eine normative Option für sich gewählt hat. Nur ging es um das Prinzip, dass sie für den Islam und für die Rechte der Muslime einstand. Und deswegen ist das ein Verlust. Und Allah Ta'ala sagt uns hier, الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. So ist das Teil der Prüfung, dass wir ein so wichtiges Mitglied in der Community verloren haben. Und wir hier ganz klar sagen müssen, wir gehören Allah Ta'ala und zu ihm kehren wir zurück. Und das ist unser Trost, dass Allah Ta'ala sie insha'Allah Ta'ala im Paradies aufnehmen wird. Denn sie hat... Das ist das Offenkundige, das, wonach wir urteilen können und einen Eindruck uns verschaffen können. Sie hat für den Islam gelebt.
sowohl in der Familie, und ich weiß, wie sehr sie auch den Bruder Qasim Ili, barakallahu fihi, wa thabbatahu, wa sabbarahu, dass sie auch für ihn einstand und wie sie ihm auch den Rücken freigehalten hat, auch dass er parallel mit ihr zusammen die Dawa ertragen konnte. Und das ist auch ein Thema, über dieses Thema werde ich dann mit der Schwester Yvonne Ridley sprechen, denn es war wirklich so, Nora ist vielleicht bekannt für ihr Aktivistenleben, aber Nora war eben so eine rechtschaffen und eine unglaublich tolle Mutter. Ahmed, ich danke dir vielmals für diese Worte und möge Allah uns aus dieser Situation die richtigen Antworten ziehen. Jazakallahu khair. Ami, barakallahu fiik. Wie gesagt, wir werden dann noch über die Rolle von Nora als Mutter und Ehefrau sprechen. Ich möchte kurz die Regie fragen, haben wir genug Zeit, um die Videobotschaften und Kommentare einfließen zu lassen jetzt? Okay, ich habe gerade die Information bekommen, dass wir weiter zum Themenblock gehen, Nora und ihre Rolle als Ehefrau, Mutter und Freundin. Du hast sie auch persönlich gekannt. Wie hast du sie wahrgenommen als Mutter und Ehefrau? Nora war eine wirklich großartige Mutter und eine rechtschaffene Ehefrau. Sie hat sich, wie gesagt, selber nie in den Vordergrund gestellt. Das Wohl ihres Mannes und ihrer Kinder war ihre oberste Priorität. Sie legte einen sehr großen Wert auf eine islamische Erziehung und unterstützte jedes ihrer Kinder individuell nach seinen Stärken. Sie gab sich niemals mit dem Minimum zufrieden, egal wie viel Arbeit sie hatte. Sie nahm ihre Kinder nie als Entschuldigung und umgekehrt auch nicht. Also nie ihr aktives Leben dafür, dass sie ihre Kinder nicht förderte. Sie wollte ihren Kindern immer sinnvolle Beschäftigung bieten. Und sie dementsprechend natürlich auch fördern. Ich bin jetzt dann gleich verbunden mit der Schwester Yvonne Ridley. Auch sie kannte Nora persönlich, sie trafen sich mehrmals. Ich freue mich, dass wir internationale Gäste bei uns haben können, die wirklich vieles auch schon selbst erlebt haben. Assalamu alaikum wa rahmatullah, dear sister Yvonne, can you hear me? Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Yes, I can hear you very well, sister. I would like to thank you for joining us today. You met her personally. We invited you several times to Switzerland, once for the Islamic Central Annual Conference and once for Islam Salam. What kind of memories do you have? You know, when I heard about Nora's passing, I was so sad and I started to reflect on her life. And within minutes, I was smiling, and this was the effect that Nora had on people. She was so beautiful from the inside out. She was a wonderful person who made you feel so at ease. She was kind and dignified. And really, I could not fault her personality or character. She was, for me, one of the greatest role models that I have met, not just in Islam, but in life in general, because she managed to be everything that women aspire to be. You know, she had six children, six beautiful children, mashallah. And some of the children she had during her battle against cancer, and while juggling being a mother of six, I mean, I struggled with one daughter. She had six children. Exactly. This is the next question I have for you. It is a struggle, and it is maybe not easy, but it is still possible. So what kind of help methods can you offer us to combine our activism
activism in life and being mother and wife. We must carry on her legacy, and her legacy should be one of motherhood, but also of education. She was a great promoter of education. You know, wherever she was, there would be books. She was a woman of knowledge, not just Islamic knowledge, but general knowledge as well. And she saw the importance of that for brothers and sisters alike. And, you know, this we must make sure is one of her legacies. Dear Yvonne, I am very happy that you joined us and said very kind and beautiful words about our beloved sister. I hope to see you soon, inshallah. Jazakallahu khair. Liebe Geschwister, in wenigen Minuten findet die Janaza am Bremgartenfriedhof in Bern statt. Wir werden rechtzeitig dann zum Friedhof zuschalten und live beim Begräbnis dabei zu sein. Ich möchte noch kurz darauf eingehen, wie ich Nora erlebt habe während dieser ganzen Krankheit. Und zwar, ich bin werdende Mutter und ich habe dann in der letzten Zeit sehr oft angefangen nachzudenken, wie mein Leben sich verändern wird. Ich bin dann nicht nur Aktivistin und Ehefrau, ich bin dann sogar auch noch Mutter. Und wir waren im Spital, sie lag in ihrem Bett und sie fand immer noch unglaublich positive Worte. Sie sagte mir zum Beispiel, Farah, du wirst das schaffen. Bei dir habe ich keine Zweifel. Ich weiß, dass du das schaffen wirst, denn wir sind aus dem gleichen Holz geschnitten. Und als sie mir das sagte, wusste ich, okay, ich kann das. Ich werde das schaffen. Und ich bin immer der Meinung, wenn wir uns an jemanden orientieren sollen, dann immer an jemanden, der es besser macht als uns und nicht, die es vielleicht nicht so gut konnte wie sie. Das ist so ein Beispiel, was ich mit dir habe. Was hast du, Janet, zum Beispiel für Erfahrungen mit dir gemacht? Ja, also sie hat mir von ihr selber erzählt, was sie alles durchmachen musste und es war sehr beeindruckend, dass sie nie locker ließ, dass sie immer weitergemacht hat. Und jemanden so zu haben, der diese Kraft hat, gibt einem selber das Gefühl, dass man das auch machen möchte. Und somit löst es halt bei einem das Gefühl aus, dass man es auch schaffen kann und ist man deshalb auch so motiviert, so sein zu können wie sie. Albana, wie hast du das wahrgenommen? Oder was hattest du? Wir sehen jetzt gerade Bilder vom Friedhof. Hier sehen wir ihren Ehemann und ihren Sohn. Die ganze Zeremonie wird ungefähr um 14 Uhr beginnen mit dem Janaza-Gebet. Wir werden euch dann natürlich alles aufzeigen. Nora, wir hatten ja oft Kontakt mit dir. Und sie liebte es, uns Tipps zu geben. Was ist so ein Tipp, was bei dir geblieben ist? Also wirklich, Mashallah, wir durften ja Nora in ihrer letzten Zeit begleiten und sie oft besuchen, Alhamdulillah. Ich bin sehr dankbar dafür. Oft hatte sie das Gefühl, dass ich eine Stütze für sie bin. Aber ich muss sagen, dass sie eigentlich die Stütze für mich war. Und obwohl sie so krank war und es ihr wirklich gesundheitlich nicht mehr gut ging, hatte sie immer noch die passenden Worte. Sie schrieb immer, sie dachte immer, wenn wir noch etwas los hatten, was mit den Kindern läuft. Und wirklich, sie hatte so gute Tipps, Mashallah. Ich dachte, warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Und für mich einer dieser Tipps war zum Beispiel, und ich glaube, das ist wirklich das A und O, strukturiert und organisiert zu sein. Also sie sagte zum Beispiel, und ich weiß es, dass ihr Ehemann ihre höchste Priorität war, weil denn sie hatte wirklich verinnerlicht, dass wenn dein Mann mit dir zufrieden ist, wirst du unter anderem entscheiden oder wählen dürfen, durch welches Paradiestor du gehen möchtest. Und da sagte sie zum Beispiel,
Wenn du am Mittag mal eine Stunde Zeit hast, dann koche bereits am Mittag, dass wenn dein Mann am Abend nach Hause kommt, zufrieden ist, keine gestresste Frau vorfindet, die Wohnung ist vorbereitet, die Kinder sind vorbereitet, um ihren Vater würdigend und ehrenvoll zu empfangen. Und das, ich glaube wirklich, warum Nora dieses Leben leben konnte, wie sie es gelebt hat, war einfach wirklich, weil sie unglaublich strukturiert und organisiert war. Und etwas, was sie auch sagte, ist, sobald du Mutter bist, darfst du nicht mehr faul sein. Diese Zeit ist vorbei. Du musst dir die Zeit für die Kinder und dem Ehemann nehmen. Was ich auch in meinen Alltag integriere, was sie immer wieder gesagt hat, war, dass man auf seine Ressourcen schaut und auf die Ressourcen der Kinder. Jeder Mensch und jedes Kind hat seine eigenen Stärken. Und sie hat mir so oft diesen Tipp gegeben, stärke dein Kind in diesen Stärken und versuche nicht, seine Schwächen hervorzuheben. Und das haben sogar meine Kinder gemerkt. Mein Sohn war sehr traurig, als Nora gestorben ist, und er hat mir gesagt, weißt du, Mama, Nora war so stark und sie hat sich immer um unser Wohl gekümmert. Sie hat sich immer für unsere Sachen interessiert. Und das war wirklich so, als Nora bei uns war oder als wir sie besucht haben, hat sie sich immer auch für die Kinder interessiert. Und das war eigentlich schon sehr, sehr berührend. Berührend, ja. Ich möchte noch ein bisschen zurück auf das Aktivistenleben kommen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als sie, das war sicher jetzt schon 8, 9 Jahre her, hat sie gerade ihre Zwillinge auf die Welt bekommen. Und dann fuhren wir nach Graubünden mit den Zwillingen, weil sie dort eine TV-Sendung machen musste. Und ich denke mir so, sie hatte schon 2 Kinder, sie hat Zwillinge auf die Welt gebracht und trotzdem hat sie weitergemacht. Was denkst du, Albana, woher hatte sie diese Kraft? Du hast recht, sie hat wirklich, es war ihr wirklich nicht zu anstrengend in dem Sinne. Ich habe noch nie gehört, dass sie gesagt hat, nein, das mache ich nicht, sondern sie war immer dabei. Für sie gab es keine Probleme, es gab nur Lösungen. Und ich denke, sie hat diese Kraft im Islam geschöpft. Und sie ist ein sehr großes Vorbild für uns alle und ein sehr großer Verlust. Und ich hoffe, dass wir und viele andere Schwestern sie als Beispiel nehmen können, vor allem für ihr aktives Dasein, und dass wir sagen, okay, wir setzen uns auch für unsere Kinder und Familien ein, aber wir sind auch aktiv für den Islam, denn es geht. Und jetzt haben wir natürlich mit der Nora, mit dem Verlust von Nora, eine große Lücke. Die ist nicht einfach zu füllen, denn ich kenne keine andere Schwester mit Niqab, die sich auf diese Art und Weise für ihre Rechte eingesetzt hat. Und ich wusste, und das erfüllte Gesetz anzugehen. Und ich hörte oftmals die Begründung, dass sie ja, diese Schwestern ja nur ein Hijab tragen würden und dementsprechend seien sie ja nicht davon betroffen. Und so kämpfte Nora für ihr Recht. Aber jetzt haben wir das Problem, dass sie nicht mehr da ist. Und wie können wir Schwestern jetzt uns für diese Thematik einsetzen? Weil sie sagte immer wieder, denn Niqab-Verbot ist nur der erste Schritt. Das Ziel wird irgendeinmal Hijab-Verbot sein. Und das ist jetzt der Fall. Was müssen wir Schwestern jetzt machen? Ich denke auch, also sie hat ja schon, seit ich sie kenne, seit 2010 habe ich sie das erste Mal gesehen. Und seither hat sie schon immer gesagt, sie war sehr vorausdenkend, das wird uns alle noch betreffen und wir sollen uns alle aktiv beteiligen, nicht erst, wenn es uns betrifft. Ich sehe gerade, dass wir einige Bilder live vom Friedhof haben. Können wir diese schon einblenden? Okay, es geht. Da seht ihr einige Bilder. Sie sind immer noch am Warten. Sie sind versammelt. Werden dann ungefähr um 14 Uhr auf eine Wiese gehen, nähe des Friedhofs, dort das Janeza-Gebet halten. Und wie ihr seht, die Geschwister sind alle weit auseinander.
Wir müssen aufgrund der Corona-Krise die Maßnahmen des Bundes durchsetzen. Und ich gehe stark davon aus, dass wenn nicht diese Corona-Krise gewesen wäre, dass viel mehr Geschwister dort wären. Haben wir einige Kommentare aus dem Internet, die wir einblenden könnten? Diese Momente nutzen, um Dua zu machen. Es war eines ihrer größten, wirklich eine der letzten Willen, den sie hatte, war: Bitte mach Dua für mich. Bittet um Vergebung für mich. Denkt an mich. Auf den Bremgartenfriedhof. Die Brüder laufen zum Platz, wo dann das Janaza-Gebet stattfinden wird. Der Sarg kann leider nicht getragen werden aufgrund der Corona-Krise. Deshalb muss man ihn leider schieben. Now we are going to connect live to the graveyard in Bremgarten, Bern. A public burial isn't possible due to the corona crisis. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Wir haben vorne zwei Brüder mit der Shahada-Flagge und mit der Nitzeteres-Flagge. Bitte mach Dua für die Schwester Nora. Vergiss sie nicht. Bittet um Vergebung. Denkt Gutes von ihr. Und wenn sie euch jemals Unrecht getan hat, dann bitte vergibt ihr. Der Sarg wird jetzt zum Grab transportiert. Wie die Schwester bereits gesagt hat, ist es aufgrund der Corona-Lage nicht möglich,
dass die Brüder nebeneinander den Sarg tragen. Bitte vergesst die Schwester nicht in euren Dua. Ra'ili waren La ilaha illallah. Sie war eine unglaubliche Kämpferin, eine unglaublich tolle Freundin, Mentorin, Aktivistin, die sich immer die Zeit genommen hat, für Schwestern da zu sein. Wir haben gerade diese Woche viele Screenshots erhalten von Schwestern, die ihr mal auf Facebook geschrieben haben und Nora tatsächlich ihnen auch geantwortet hat. Sie hat sich wirklich immer die Zeit für diese Schwestern genommen und war sich für nichts zu schade. Wir danken Allah für die Gunst, die er uns gibt und hoffen, dass wir ihn zufriedenstellen können. Leider können an der Beerdigung nur 15 bis 20 Geschwister teilnehmen. Aufgrund Vorgaben des Bundes durften nicht mehr Geschwister daran teilhaben. Ich möchte noch eins sagen, was mir sehr wichtig ist. Ich möchte, dass wir an Nora denken. Ja. Wir dürfen trauen. Aber irgendeinmal sollen wir sie als starke, liebevolle, humorvolle Schwester in Erinnerung haben. Ich möchte, dass wenn wir an sie denken, das, was sie geleistet hat, in Ehren halten und positiv an sie denken. Aufgrund der Überlastung des Internets wahrscheinlich auf der ganzen Welt haben wir ein wenig Schwierigkeiten, die Live-Bilder vom Grab hier zu erhalten in guter Qualität, sodass wir es euch auch wiedergeben können. Wir schalten aber, sobald es wieder geht, direkt auf den Friedhof. Ich möchte auch noch hinweisen, dass ihr natürlich das Gebet nicht via Livestream mit der Gemeinschaft vor Ort beten könnt. Wenn ihr das tun wollt, dann macht es im privaten Rahmen bei euch zu Hause. Sie gehen jetzt auf eine Wiese, haben den Sarg Richtung Kaaba hingestellt und werden dann gleich das Janaza-Gebet beten.
Vielleicht noch kurz diese Unterbrechung nutzen, um nochmals Dua für die Schwester zu machen. Das war wirklich ihr letzter Wunsch. Das Gebet besteht aus vier Takbirat. Viermal Allahu Akbar. Dabei hebt man die Hände auf die Schulterhöhe bei dem Takbir. Nach dem ersten Takbir lest ihr die Fatiha. Nach dem zweiten Takbir Salawat al-Ibrahimiyya. So betet ihr auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nach dem dritten Takbir betet ihr für die Verstorbene. So betet ihr für Nora Illi. Und nach dem vierten Takbir schweigt ihr für einen Moment oder ihr sprecht Gebete für alle Muslime und um Vergebung aller Muslime. Danach beenden wir das Gebet mit einem Taslim auf die rechte Seite. Und dann ist das Janaza-Gebet vollstreckt. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله Jetzt wieder vorne, da würden wir jetzt zum Grab gehen und dort würden wir nach. Genau. Ja. Geht ihr führen? Geht euch mit ihm, oder?
Bitte wieder auf Abstand schauen. Möglich hier zu stehen, oder ist das problematisch? Ja. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Geschwister im Islam, wir stehen nun hier an diesem Scheideweg, an dem sich unsere Wege, die wir gemeinsam gegangen sind, mit Nora Illi, sich trennen werden. Wir verabschieden eine uns sehr wichtige Person in den verschiedenen Ebenen dieses Lebens. Und ich möchte keine lange klassische Rede halten, sondern ich möchte in dem Sinne an das erinnern, wofür sie gestanden ist und was sie uns hinterlässt. Nora Illi hat lange mit dieser Krankheit gelebt. Und viele von euch wissen es nicht. Schon von Anfang unserer Aktivitäten hat sie diese Diagnose erhalten. Aber auch nichts von dieser Diagnose und dem ganzen Leidensweg, den sie gegangen ist, hat sie davon jemals abgehalten, sich für die Sache einzusetzen, auf diesem Weg weiterhin und volle Maßen aktiv zu sein. Überzeugungen und sie schämte sich nicht und sie war furchtlos und alle, die sie kennen, haben sie genauso in Erinnerung. Als sie auftrat in der Öffentlichkeit, war sie teilweise unter Einfluss der Therapien, die sie durchmachte, und dennoch ging sie in diese Live-Sendung, wie zum Beispiel bei Maischberger oder Anne Will. Man konnte sie nicht aufhalten. Man konnte sie nicht davon abbringen, sich dahin zu setzen, dorthin zu gehen. Und hätte man es versucht, man wäre gescheitert. Sie hat sich nicht darum geschert, was die Menschen über sie sagen, was sie ihr für Vorwürfe machen können, von den Nichtmuslimen und auch den Muslimen. Prozent in der Sache Allahs, sondern auch in der Familie, als Mutter, als effizienteste Mutter, die ich gesehen habe in meinem Umkreis, und auch als stärkste Ehefrau, die ich gesehen habe in meinem Umkreis. In allen Belangen hat sie immer mehr als 100% gegeben. Vielleicht mehr, als wir alle zusammen gemacht haben. Sie ist mutiger gewesen als viele von unseren männlichen Geschwistern. Keine Phase, es war kein Auftritt gegen außen, keine Show. Sie hat das gelebt, wofür sie gestanden ist. Und so ist sie auch von uns gegangen.
Sie hat uns also eine Lektion erteilt, während sie mit uns war. Und sie erteilt uns jetzt eine Lektion, wo sie uns verlässt. Sicher war eine Lektion, die lange nachhalten wird. Denn sie verlässt uns mit einem Vermächtnis. Und dieser Platz ist von mir aus gesehen nicht so einfach wieder zu ersetzen. Bereichert mit ihrer Motivation, die sie hatte, mit ihrem ganzen Vermächtnis, das sie hinterlässt, so bleibt ein Platz leer. Aber ich möchte euch sagen, Geschwister im Islam, sie braucht diese Lobrede nicht, denn sie ist gestanden und sie ist mit dem gegangen. Und das ganze Leben, was sie aufgeopfert hat, keine Minute davon hat sie gezögert. Und nichtsdestotrotz war am Ende ihre einzige Sorge, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr vergibt. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr Vergebung schenkt. Das war ihre einzige Sorge. Und sie bat uns, dass wir allen Menschen sagen, sie sollen ihre Hände heben und Allah für sie um Vergebung bitten. Trotz ihres Lebens, trotz ihrer Aufopferung, ihre Sorge war die Vergebung Allahs. Geschwister im Islam, wisst ihr, was das für mich für Zeichen sind? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte ebenso an einem Grab: Kullun muyassir. Ihr gesamtes Leben im Verrichten von guten Taten, im Aktivsein für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie verließ uns in diesem Zustand. Ich frage mich, wer, wenn nicht sie in diesem Zustand, rahmatullahi subhanahu wa ta'ala, bekommen sollte? Und wer kann von sich behaupten, Ähnliches vollzogen zu haben? Geschwister, das ist die Botschaft, die sie uns hinterlässt. Die Zeit ist kurz und sie kann plötzlich sehr, sehr kurz werden. Wie viel davon hast du wirklich nützlich gebraucht? Wie groß warst du als Nutzen für Allah? Und ich kann sagen, wenn du die Recht, das ist die Botschaft, die sie uns hinterlässt. Die Zeit ist kurz und sie kann plötzlich sehr, sehr kurz werden. Und auch hier sagen Gelehrte, dass dies Anzeichen sind dafür, dass der Schöpfer mit ihr zufrieden ist, dass der Schöpfer sie annimmt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie annehmen. Geschwister im Islam, sie wird uns verlassen und sie wird mit einem riesigen und guten Erbe gehen und ihre Taten werden bleiben und ihre Taten sprechen für sie. Die einzige Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist jetzt, diese Fragen, die wir auch beantworten werden müssen, eines Tages, werdet ihr solche Antworten wie sie bereit haben? Habt ihr die zufriedenstellenden Antworten bereit? Möge sie eine Inspiration für uns bleiben, auf diesem Wege immer so weiterzugehen und keine Minute mehr verstreichen zu lassen, ohne das Nützliche zu verrichten. Auf dass wir die richtigen Antworten bereit haben, wenn der Tag auch für uns kommt. Kullu nafsin da'iqatul maut.
Jede Seele wird diesen Tod kosten. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Und ihr werdet gewiss am Tag der Auferstehung eure Löhne bekommen. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَقَدْ فَازَ. Und wer dann an diesem Tag vor der Strafe des Feuers bewahrt wird, derjenige hat den wahren Erfolg erreicht. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاءُ الْغُرُورِ. Und wahrlich, das diesseitige Leben ist ein vergänglicher Genuss. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Schwester Noura Ili in seine Barmherzigkeit schließen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr das Paradies geben, die höchsten Stufen davon. Möge Allah subhanahu wa ta'ala derjenige, der Allmächtige, der sie geleitet hat, jetzt in seinen Schutz nehmen und sie keine einzige Sekunde strafen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Vergebung schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihr Grab erweitern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie ein Beispiel für uns lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Glückseligkeit im Grab zukommen lassen und ihre Taten ein Licht sein lassen für sie. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie im Grab beschenken mit der Barmherzigkeit und am jüngsten Tag ein Eintritt ins Paradies ohne jegliche Abrechnung. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Geschwister im Islam, wir verabschieden uns von Noura Ili. Wir werden jetzt beginnen, sie, nachdem wir die Flaggen entfernen, in ihre neue Stätte herunterzulassen. Und dann kann jeder von euch ein Stückchen Erde auf sie werfen, beginnend mit natürlich der Familie, dem Ehemann und seinem Sohn. Adamallahu ajrakum. Geschwister, ihr sollt wissen, wenn sie herunterkommt und ihr beginnt, sie zu bedecken, dann beginnt die Frage. Dann kommen die Engel und fragen sie. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, oder wie er sagte in einer weiblichen Form, Astaghfiru li ukhtikum was'alu laha at-tathbita fa innaha al-ana tus'al. Bittet Allah um Vergebung für sie und um Festigkeit, denn sie wird jetzt befragt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala sie festigen. Allah yirhamha wa was. اللهم
فسيح جناتك يا رب العالمين وكلكم تدعو لها خلال هذه الساعة بالمغفرة والدخول إلى الجنة تشبست على إيدة غاص لدي فاقتي لدي فاقة إلى فضل فاقتي بارك الله فيكم اللهم اغفر لها وارحمها يا رب العالمين جزاكم الله خيرا
verabschieden wir uns vom Janaza für Nora Illi. Noras Tod hinterlässt eine Lücke in unserem Herzen und in den Reihen derer, die sich aktiv für den Islam und die Belange der Muslimen einsetzen. Eine Lücke, die niemals nahtlos geschlossen werden kann. Doch anstatt diesen Verlust allzu sehr zu betrauern, sollten wir für uns alle eine Lehre daraus ziehen. Eine Lehre, die Nora mit Sicherheit zugestimmt hätte. Der Tod ist nah, egal ob du jung oder alt bist. Allah hat deine Frist festgesetzt und nur er weiß, ob es in 20 Jahren, 3 Monaten, nächste Woche oder noch heute eintritt. Bist du vorbereitet, wenn Allah dich zu sich ruft? Nimm also den Tod dieser jungen Mutter, Noras Tod zum Anlass, dein Leben und dein Engagement für den Islam zu überdenken. Möge Allah all ihre Sünden vergeben. Möge Allah sie in ihre Barmherzigkeit aufnehmen. Möge Allah ihr die höchste Stufe des Paradieses schenken und sie ohne Abrechnung in sein Paradies eintreten lassen. Nora, wir vermissen dich und liebe dich für Allah.